Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Läuft gar nicht mehr, oder was? Künstler geht. Abgang. Tja, das Marlies Wohlfühlprogramm geht langsam ganz schön ins Geld. Aber Hauptsache, dein Bein wird geschont. Na gut, gucken wir mal. Ja, das muss heute gemacht werden. Hä? Du musst ja nicht. Doch, muss man. Oh. Hi. Hui. Ta-ta-ta. Willst du nicht? Ja, komm jetzt. Ja. Voll ins Leere getreten. Gut, dass ich dich das zeige, oder? Doch, doch, doch. Die Frau sieht so hübsch aus. Sieht so ein hübsches Kleid an. Ja, machen wir 8 Minuten morgen und eben will ich ein bisschen Geld in die Hand. Ah, oh, er belässt sich schon wieder meinen Kunden hier, meinen Arbeiter. Oh. Wolfgang, Neuigkeiten, was gibt es? Ja, lies mal vor, lies mal vor. Lies mal vor, ja, ja. Antitz, Berliner Kumpelshütte und seine Freundin. Corona-Test für Urlaubsrückkehr. Müller kündigt er an, es geht für nächste Woche los. Ja, klar. Was haben wir daraus entnommen? Du musst unbedingt wieder Promiflash lesen. Ich sehe schon, die Nachricht interessiert dich. Morgen. Morgen. Moin. Morgen. Ja, Achim, die Kacke muss weg. Das ist leider einer der unangenehmen Aufgaben hier, aber bevor sie in den Laden getragen werden, ja, muss die weg, weil ich sehe das. Ich weiß, das passiert, wenn es nicht gemacht wird. Du bist wieder auf der Flucht, ja? Ja. Na, ich habe ja Krankenpflegedienst hier. Guck doch mal, ich bin da dran. Ganz tolle Wurst. Versucht alleine zu laufen. Ja, ja. Versucht alleine zu laufen, Wolfgang. Ja, ja, ja. Die versucht genauso alleine zu laufen wie du. Ja. Geht aber. Ja. Kann sie. Besser ist sie ja. Wenn sie das hört, dann springt sie dir eine Kehle, eine Kniekehle. Halt sie mal fest. Ja, eben. Deswegen. So, meine lieben Fliegen, euer Zuhause ist jetzt weg. Ja, weil ekliger ist es, wenn ich das Ding hier in der Bude habe. Aber ich sagen, guten Tag. Nee, danke. Also, du hast schon gefrühstückt? Was? Ach, Junge. Gut, hier, nicht verkaufen. Ja, Stuhl. Achim. Nicht verkaufen, nicht verschenken. Nee. Das ist ein alter Kohn, der ist gut. Von 1900. Wie baut man so ein Ding auf? Marlies erklärt's. Ja, warte mal erstmal. Ich glaube, man muss irgendwo. Punkt 1. Da steht die 1. So irgendwo. Na, nee, halt. Na, nee, halt. Nee, nee. Ach so, du hast ihn ja gar nicht eingerastet. Normalerweise muss man den nämlich reindrücken. Ja. Jetzt hast du ihn eingerückt und jetzt ist er so voll. Man weiß was? Das hier. Das da. Ah. Da muss man noch hier gesagt bekommen. Auf Nummer 3 sind die da. Aha. Ja, war zu schnell. Müssen wir nochmal machen, das Video. Fertig. Bums. Bums. Hast du mal ein Telefon angucken? Was ist das? Einer, der mir was verkauft, Mann, was soll ich dir sagen? Ohne Adel.
Bisschen schräger halten, genau. So, haben wir den Ausweis. Ja. Und die Ausweisnummer habe ich jetzt auch neu gelernt, kommt noch dazu. Wo habe ich sie denn jetzt? Da oben. Da kommt noch das dazu. Die vordere ist nicht die komplette Ausweisnummer. Die vorne Nummer drauf, die Nummer, die vorne drauf steht. Da fehlt immer noch eine Zahl. 100er. Ja, dann sag ich mal danke. Und Zeit von Corona. Naja, kein Problem. Ja. Ja, danke. Bitte, bitte, gerne. Was für ein Modell war das bloß? Das ist Schlachtreist. Der kann den Ständer freimachen. Das wäre ja, also nur wenn wirklich gerade Luft ist, ja, also ich meine, komme hier nicht weiter, weil... Dann kann man das ja vorher noch schlachten, was zu schlachten ist und dann... es geht halt nicht weiter. Ich soll ein Rolling Chassis lassen, die Schraube da ist fest, die Schraube hier oben ist fest. Na, sag mal, wie hat fest? Na, fest, so fest, dass Tennisarm sagt, geht nicht. Ach so, gibt es davon irgendwas zu retten? Also, ich meine, der Vorbau ist ja jetzt nicht so dolle, aber das ist jetzt 22,2. Das ist halt ein alter Diamondback, aber. Achso, gut, das ist also natürlich ein geiler Rahmen, war. Also so viel ganz ehrlich, der Rahmen ist tatsächlich das geilste an dem ganzen Fahrrad. Naja, klar, was sonst? Beide Schalthebel sind tot. Naja, aber der Rahmen. Ja, guck mal. Beide Schalthebel sind tot. Ja, XC war da dran, aha, hast du gesagt. Aber der Rahmen, der wäre doch geil. Also den kann man auch verkaufen. Also. Das Geilste, was ich bis jetzt an dem Fahrrad gefunden habe, sind niegelnagelneue Bremsbeläge. Echt? Guck mal an, das ist auch schon mal nicht schlecht. Was ist denn hier? Das ist ein alter Dirt. Habe ich auch geschlachtet. Tommy ist jetzt gerade dabei, wieder Dirt rauszumachen. Achso, das wieder umbauen, ja? Ja. Und den Lack wieder aufbauen. Das wird doch hier so stehen. Das muss ja auch irgendwo mal ein Stück da, dass der Lack da nicht so zerkratzt wird. Das geht doch nicht, Mensch. Ja, und sonst so? Ja, aber meistens ist es ja so, wenn ich jetzt hier das Ding einbaue, das ist immer so, dann kommen hier die Aufträge noch und Löcher. Das ist ja leider immer der gute Kopf. Also dein Kopf. Jetzt erstmal ein bisschen. Na Thomas, schön dich zu sehen. Ich habe ja, der Andi kam ja schon vorbei bei dir wahrscheinlich, war. Mit dem habe ich ja heute früh um 5 Uhr telefoniert. War ja ein bisschen kurzfristig. Deswegen, ich bin für morgen halt verabredet. Nee, da ist ja alle Typen, weil ich dachte, ich wollte diese Woche noch vorbeikommen. Ja. Zum Kochen und. Ich glaube, ihr habt jetzt erstmal für. Mal unter noch was, wäre super, wenn du das schaffst. Ja. Jetzt also nächste Woche oder so. Ja, dann würde ich ja gerne machen. Ja. Aber morgen bin ich nur ausgerechnet schon verabredet. Nee, das ist doch eine Ruhe. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem. Mann! Wie kriegst du die Tretlagerschraube nicht raus, oder was? Da werde ich ja kein Problem. Wieso weißt du denn damit? Na, die ist einfach mal schlichtweg und ergreifend festgegammelt. Ich hab sie jetzt eingesprüht. Den öfter. Aber sehen. Ist Hans gerade auf Urlaub hier, oder? Wie bitte? Hans gerade auf Urlaub hier, oder? Ja, genau. Ah, einspulen hat geholfen, ja. Die Spacer ein, war so Spacer hättest du da bestimmt Ruhe gehabt, wa? Ach, Mann, ey. Also ich wollte ja bei Lampke überhaupt nicht einkaufen. Ich dachte bloß, ja, ich glaube überhaupt nicht nachgedacht, glaube ich.
Und wenn immer was im Kaufrausch. Nee, ich wollte alle komplett haben. Und das bei dir, aber ich völlig vergessen, dass du Silbermaterial hast. Ich glaub, das ja, ist doch alles in Ordnung. Bei den Wege? Ja, natürlich ist das in Ordnung. Du kannst kaufen, wo du willst, Mensch. Ach, sag mal, das geht's doch gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Hört sich so an jetzt. Du musst dich jetzt nicht dauernd entschuldigen, wirklich. Bitte. Bau jetzt einfach ein, was du hast und entscheide dich halt zwischen deiner Kette. Bist du behämmert oder was? Der Kette oder deiner anderen Kette? Natürlich muss ich mich hierfür nicht entschuldigen. Na eben. Was soll denn das? Warum machst du denn das denn? Das ist doch totaler Schwachsinn. Nee, das machen wir jetzt. Da viel interpretierst du jetzt gerade irgendwas. Na, ist doch schön. Meine, kotzt mich an, dass ich einfach da Geldführungsteam habe. Das hilft, stört mich. Wie viel schneide ich denn da ab? Das wirst du doch aber wohl wissen. Also ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich. Das soll jetzt kein Test sein Fall, oder so. In dem Fall... Ja, mir eh nicht abbrechen. Der sollte jetzt senkrecht stehen. 90 Grad. Echt? Beim du hast denn? Nur ein Kettenblatt. Deswegen ist es tatsächlich jetzt so. Also so sollte es auch sein. Wie viele Glieder müssen weg? Einmal hier cutten. Und na da wo meine da okay, eins, zwei und einmal hier eins, Karten, zwei, wenn du dein Kettenschloss benutzen willst. Jo. So, genau, du kannst ja schon mal anfangen. Kannst mir mal zeigen, wie das geht. Damit ich was lerne. Lernen, Popernen. So, oh, ein bisschen Fett drauf. Fett, voll Fett, Alter. Ist ja zum. Jetzt. Deine Maschine? Ja, Mensch, die habe ich doch schon immer. Du weißt, was ich nicht. Nee, so. So, wo wurden diese Pfeilen hier vorne quer? Etwas so rein? Ja, da wo mein Ja, genau. Ja, nee, da eben, ja. Ich bin hier nicht schneller. Ich weiß es nicht. Sollte reichen. So, jetzt haben wir hier noch. Ja, jetzt musst du deine Schaltung mal einstellen. Gut, na, das mache ich später. Und dann kannst du hier. Schaum. So. Ja, den letzten wir gar nicht. Das macht er. Das ist schon vorbei. Ich hatte den ersten. Los, Dennis! Auf, auf! Oh, hart machen ohne Ketten. Das ist zu brechen. Werkzeug. Zum Wurfmangel? Naja, bei Rennraddecken habe ich immer so meine Probleme. Ganz egal, ob die Pfote in Ordnung ist oder nicht. Rennraddecken sind da immer ein bisschen. Sehr ja. Großzügig. Kein Werkzeug bitte. Gerade bei Rennraddecken nicht. Handschuhe sind das Problem. Weil dadurch hat man das nicht so. Fertig. Was ist mit dem vorderen? Der ist schon gewechselt. Achso, nur noch nicht angepumpt, ja. So, Kappe 1, Kappe 2. Hallo, hier ist einmal ein Fahrradladen. Dein Fahrrad ist fertig von Zappung gekommen.
Wir machen um 21 Uhr Feierabend. Genau, da kriegst du mit. Aber okay. Es ist über den Fahrradladen wirst du sowas nicht beziehen können. Okay. Aber würdest du sowas auch anbauen? Na, wenn das denn, wie gesagt, passend ist dafür, dann ja. Dennis, aber gut. Hast du Stuhlgang oder hast du? Gib mir mal den Hocker, den Kleiner. Da sitze ich ja fast noch lieber drauf. Jo. Zum Boden nah. Zum Boden ständig. So, da geht's mit der Jahre auf. Corona. Die Audi noch vorbei. Jetzt kommt das hier mit dem Knoblauch noch von allem. Ja, bis ich fertig bin, bis ich essen kann. Beim Dennis ist es immer zweimal. Da kommt noch einer. Nein, der meint, dass das hier vorne hängt. Diese umgebaut, komplett umgebaut. Genau. Das blaue. Das grüne ist ein Everton gewesen. Also auf jeden Fall hätten sie ja da was Schönes gehabt. Kann ich nie sehen. Ja, das ist ja. Studieren kannst du nur. Weiß ich eigentlich was. Würde die alles verkaufen hier. In Berlin. Kamiamia. Ja, Dragon Ball. Dragon Ball. Ja, also die Kette hängt ja sichtlich durch, ne? Und was meinst du, was muss ich mir jetzt eigentlich wieder rausnehmen? Du hast die Kette ungekürzt aufgezogen? Wie? Nein. Du hast die Kette ungekürzt aufgezogen? Ich hab sie vorher auf dem größten Ritzel aufgezogen. Das größte Ritzel, das kannst du ja nicht machen. Weil hier gibt es ja kein kleineres Ritzel mehr. Deswegen ja, genau. Machst du hier immer das, klar, und da das kleinste. In dem Fall machst du es immer so. Ja, okay. Das heißt, weil beim größten Ritzel muss das mega, ist das ja mega überspannt. Es wäre dumm, das so aufzuziehen. Ne? Weil so 90 Grad. Okay, also muss das so aussehen, denn, ja? Ja, so in etwa, genau. Ui, ja, was muss denn jetzt in den Gliedern aus? Was meinst du? Wollen wir mal schätzen? Nee. Ich würde es erstmal jetzt mit einem tatsächlich hier, Achim, ja. Mit diesem Clip so zusammenhängen. Erstmal ein bisschen spannend und dann eben mal aufs große Ritzel legen, ob das Schaltwerk wirklich denn so hoffnungslos überspannt wäre oder ob es das noch bringt. Okay, also das heißt, wir ziehen die ganze Sache. Kannst du mal hochschalten? Ich schalte hier hoch. Warte. Hallo. Okay. Gleich. Ein Moment. Schalt. Na, geht das vorletzte hoch? Na, das kriegen wir mal rein. So. Schaltet ja auch so. Mensch. Nein, dreh mal. Na, ich kann jetzt kannst du ein bisschen drehen, kannst du ja. Okay. Perfekt. So, ja, so wäre so. Rollo, meinst du? Na, ich weiß ja nicht, ob es im unteren jetzt nicht gehangen hat oder so. Du könntest zum Beispiel austesten. Ja, aber es ist doch okay. So war es ja vorher auch. Drin sogar mein Kreuz. Ja, genau. Jeder hat sein Kreuz zu tragen, heißt es doch so schön. Die Kirche macht immer alles so, dass es sowieso so Aussagen trifft, die stimmen. Kreuz, damit der Arsch nicht an der Strippe hängt. Na genau. Jo, also okay, jetzt. Ich würde gerne meinen Lenker wechseln, aber der Vorbau muckt und die Schraube will nicht aufgehen. Wieso möchtest du denn diesen Lenker wechseln? In the movies. Ja. Okay. Und außerdem ist er gerade schief. Aber auch ein schöner Satz war, er ist gerade schief. Ja, stimmt. Auch schön. Oh, Dankeschön. Vielleicht habt ihr einen Trick. Was ist denn los? Was ist das Problem? Ja.
Ich krieg die Schraube nicht auf, das ist das Problem. Wieso nicht? Sitzt fest. Die ist jetzt noch nicht probiert worden, oder hast du schon offen gehabt? Nee. Okay. Also ich hab's probiert, aber sie ist nicht aufgegangen. Okay, dann hol ich mal Werkzeug. Die Schleifscheibe, Bremsscheibe. Es wird also das neue Kabel und das alte. Danke dir. Und dann durchgezogen. Und das haben wir zu zweit. So, wenn man das alleine machen muss, scheiße. So, jetzt tut er nicht mehr. Er kann zu keinem Elektrikbetrieb gehen und sagen, schicken Sie mal einen, ich mach mit. Ja, du sagst, ja, gehen Sie mal einen Kaffee trinken. Ja, scheiße. Das ist echt, ich komme mit zwei Leuten und ziehe das durch und dann schreibe ich die Rechnung und aus. Ne? Und dann stehen da eben doppelte Zeit für Arbeit. Such dir einen Jungen, der Bock hat. Ja, weiß. Ja. Witz wohl. So. Unglaublich. Unglaublich. So sind sie. Brechen wir auf. Grüezi. Auf, lass uns brechen im Minister. Und hallo. Und auf bald. Ja, auf bald. Genau, hier ist die Tarnriege. Tarn 1, Tarn 2 oder Tarn 3. Was darf es sein? Und es ist Tarn eine ganze Uniform. Tarn. Ist urbanes Tarn. Ja. So ist das hier. Oh, jetzt werden auch die Pflanzen gegossen und das war's für heute. Die sehen ja schlimm aus, die Pflanzen. Hier schläft keiner gerade und es ist relativ ordentlich hier. Ist ja unglaublich. Die Kleine schafft noch nicht so viel zu verwüsten wie die Großen. Kurz 5 vor 10 und ich mache Abrechnung. Buchführung. Ich abrechne Buchführung. 2020. Tja. Korrigieren, wenn man zu viel hat er abgezogen. Meine Güte, da habe ich einen Zehner zu viel genommen. Rufe ich nochmal an. Zahle ich zurück. So wenig verdient und noch zu viel. Nochmal ein Schlauch. Ja, doll ist das nicht. Ja, hallo, der Tommy hier vom Fahrradladen nochmal. Hi. Hallo? Ja, Tommy hier vom Fahrradladen. Ja, alles gut, alles super. Pass auf, du verstehst mich, ne? Okay. Okay. Ich mache hier gerade die Abrechnung
von heute. Und da habe ich jetzt gesehen, dass der Kollege sich vertan hat um 10 Euro. Also du hast 10 Euro zu viel bezahlt. Ja, das hat er falsch aufgeschrieben auf den Zettel und sich dann verrechnet. Das habe ich jetzt gesehen beim Eintragen. Deswegen, wenn du willst, kommst du morgen vorbei und ich würde dir die 10 Euro oder dann beim Kollegen hinterlegen, dass du die... ja, ist kein Problem. Ich sehe es ja gerade, ich mache immer abends die Abrechnung und dann sehe ich sowas ja, aber da hat er sich verrechnet, vertan. Ja? Ja, genau, morgen oder eben Montag ab 9 Uhr wieder, ja? Alles klar, bis dann, tschüss. Ja, euch auch, alles Gute. Ciao, ciao. Die hat sich gefreut, die war verdutzt ein wenig. Es sind natürlich nur... Wie schreibe ich denn das jetzt, Achim, auf dem Zettel? Also nochmal, minus 10 Euro zu viel. Kriegt Achim morgen 10 Euro in die Hand und die muss er dann der guten Dame geben. Das ist das Problem, wenn jemand von der Seite einfach einen Zettel reinreicht und ich denke, bei Arbeit stehen 10 Euro auf dem Plan für 2 Schlauchwechsel. Das ist zu wenig. Ich sage, naja, aber du hast doch bei 2 Laufrädern die Schläuche gewechselt. Es müssten doch zweimal 10 Euro sein, also sprich 20. Und dann hat er das korrigiert in 20, hat aber den Schlauch schon alleine mit 17 Euro berechnet. Also der kostet ja nur 7. Rennradschlauch. Das kann mal passieren, aber ich hatte Gott sei Dank die Nummer. Und dann kann sich das morgen wieder abholen. Okay. Und ich verabschiede mich jetzt von euch hier und wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, bleibt einfach dran, auch wenn es gerade ein bisschen öd ist und zu wenig zu tun ist. Und zwischendurch kommen doch mal so ab und zu auch nette Sachen, eventuell. Naja, macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.